Aktuell wird ja viel über kostenlose Girokonten geredet und ich muss sagen, ich habe seit 2013 ein kostenloses Girokonto, da ich nicht einsehe, noch dafür zu zahlen, dass die Bank mein ganzes Geld bekommt und die handeln damit ja auch wieder. Mein kostenloses Girokonto habe ich bei der DKB und der Name ist auch schon oft gefallen und ich bin auch der Meinung, das ist die beste Bank aktuell, um sein Geld anzulegen. Und warum ich das denke, das möchte ich euch mal kurz zusammenfassen hier. Erstens, wie gesagt, natürlich, man kriegt ein kostenloses Girokonto. Darüber hinaus bekommt man eine kostenlose Visa-Card. Das haben ja auch nicht alle Konten dabei. Und mit dieser kostenlosen Visa-Card kann ich auch noch kostenlos im Ausland zahlen und ich kann kostenlos im Ausland abheben zu einem echt super Wechselkurs. Zudem fungiert die Visa-Card gleichzeitig als Tagesgeldkonto. Ich kann aber separat zu meiner Visa-Card auch ein Visa-Tagesgeldkonto anlegen. Da bekomme ich dann keine Karte dazu und man sollte dann auch mit diesem Konto keine Überweisungen machen. Da hat man halt die Sicherheit, dass diese Kreditkartendaten keiner hat und keiner kennt und keine Abbuchungen davon vorgenommen werden können. Das ist also vom Prinzip her wie ein ganz normales Tagesgeldkonto. Ich habe jetzt hier nicht geschrieben, hohe Zinsen, ja, was sind heutzutage hohe Zinsen? Ich glaube, mittlerweile sind die auch auf 0,2% runtergegangen bei der DKB. Die waren aber mal deutlich höher. Die sind aber trotzdem immer auf einem vergleichbaren Satz mit Tagesgeldkonten. Das ist auch der nächste Vorteil. Man hat halt eine Bank für alles. Man hat bei einer Bank die Visa-Card, man hat bei einer Bank sein Girokonto und man hat bei einer Bank sein Tagesgeldkonto. Ich habe es gerne einfach und möchte mich darum nicht viel kümmern. Deshalb hat mir das bei der DKB gut gefallen. Wenn Service kann ich auch nicht meckern, habe da schon öfters E-Mails hingeschrieben und angerufen. Das funktioniert super. Ja, wo ist jetzt also der Haken bei der DKB? Man hat wie bei allen Banken leider fürs Online-Banking nur eine unsichere fünfstellige PIN. Da kotzt mein Passwortmanager, aber so ist es halt. Die DKB hat dazu kaum Filialen. Also man kann mit der Visa-Card zwar überall kostenlos abheben in Deutschland an allen Geldautomaten, die es so gibt in der Regel. Also wenn ihr mal auf dem Geldautomat schaut, da ist immer so ein Visa-Symbol und wenn das Visa-Symbol dort ist, dann kann man auch abheben. Die Sparkassen haben sich dagegen ein bisschen gewehrt, aber in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass immer mehr Sparkassen auch eine Abhebung erlauben. Bei Raiffeisen ging es schon die ganze Zeit. Die Abhebung an sich muss mindestens 50 € sein. Die wollen damit halt verhindern, dass da Leute irgendwie ständig 20 € abheben, weil halt der DKB diese Abhebungen in Rechnung gestellt werden. Finde ich verständlich und ist auch völlig okay, hat mich noch nie gestört. Da ich jetzt die Bank ja schon einige Zeit habe, ich habe auch schon Verrechnungscheck eingelöst und das kann man einfach per Brief an die DKB nach Berlin schicken und dann wird der aufs Konto eingelöst. Habe ich schon zweimal gemacht, hat nie Probleme gemacht. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass die DKB eine hundertprozentige Tochter der Bayerischen Landesbank ist und die Bayerische Landesbank, die hat schon so gut wie jeden Skandal mitgemacht in der Finanzwirtschaft, den es so gab. Der Vorteil ist einfach, das wird über Steuergelder refinanziert. Das heißt, wenn die Bank mal pleite gehen sollte, steht der Steuerzahler dahinter und zahlt, wenn man Glück hat. Man weiß ja nie so genau. Aber ich denke, die Bayern LB wird da schon bürgen. Ich hoffe es zumindest. Man hat ja sowieso die Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Wenn ihr euch jetzt auch überlegt, ein kostenloses Konto bei der DKB aufzumachen, dann schaut doch mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich einen Link. Wenn ihr den benutzt, dann bekomme ich von der DKB ein Fresspaket geschickt. Und ihr wollt ja auch nicht, dass ich hier verhungere.